Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Dynamo-Bude. Die Laune ist nicht gut. Vielleicht wird sie während einer Aufnahme besser. Wir sind heute beim Finale des Feuerpokals, liegen bereits im Best-of-3 gegen den Champion Bowser Junior mit 1:0 vorne, nachdem das letzte Spiel, ja, 8:0. Vorher haben wir bereits die ganze Liga vollkommen auseinandergenommen. Niemand legt sich mit dem Herrscher der Kommunisten an. Und ja, weiter geht's. Die Laune ist sehr toll, weil unser Internetanbieter super ist. Seit 14 Uhr gestern haben wir kein WLAN mehr, kein Internet, allgemein überhaupt nicht. Deswegen kam auch kein Video gestern. 15. war das, 15. Juli. Es geht super los. Willst du mich verarschen? Schade. Jetzt mal ein bisschen aufpassen, der ist im Moment gerade gar nicht bad dabei, der Cake. Wenn du sagst, gestern kommt kein Video, solltest du auch auf jeden Fall eine süße Aufnahme hier machst. Ich hab gerade schon gesagt, gestern war übrigens der 15. Juli. Das müsste reichen. Wir haben irgendwie seit 14 Uhr kein Internet mehr gehabt. Es hieß dann, ist ein allgemeines Problem, ist dann zwischen 17 und 18 Uhr geklärt. Jetzt haben wir 10 Uhr am nächsten Tag und immer noch kein Internet. Aktuelle Information, das dauert noch bis mindestens 18 Uhr heute Abend. Echt jetzt? Ja. Sind die komplett zurückgeblieben? Ja, scheinbar irgendein Bauarbeitsunfall, irgendein Baggerkabel beschädigt. Super. Also hier geht gleich meine Empfehlung raus. Kein Mnet, Leute, ihr werdet's bereuen. So, apropos bereuen, dass ihr da alle von Feuerbällen getroffen wurdet, bereut ihr auch. Denn da kommt dann Hammerbruder. So, machen wir einfach mal 4 Grüne. Da braucht man nicht so viel Zeit, um das auszuführen. Also bisher läuft der Kampf ganz gut, aber der Torwart, der ist durch, nur einer drin. Jetzt haben sie einen gratis Torschuss. Das Gute ist, dass der Torwart sich nicht beeindrucken lässt von dem... Und Toad lässt sich von gar nichts beeindrucken. Das kennen wir ja. Also, der Kampf läuft gut für mich. Ja, haben sie schlau gemacht. Ja, natürlich schlägt der jetzt da ein. Okay, zumindest war da gefühlt nur mein Team auf der Seite. Mich wundert, dass der Toad nichts gemacht hat. Ich dachte, inzwischen reagieren die da ein bisschen anders. Aber okay, machen wir halt 4 Fullspeed-Dinger. 3 gehen rein. 8:0. Und wenn wir dieses Spiel gewinnen, haben wir den Champion-Titel des Feuerpokals. Und es sieht ganz gut aus. Nope. Nope. Hier, so macht man Tore. Genau so. Wie lang wirkt eigentlich dieser Scheiß-Effekt von Bowser Jr.? Oh,
Der hat mich noch den Megaschuss durchziehen lassen. Ich mein, wenn du meinst, alle drei rein. So, hier, Monty. Ja, schade. Was war das für ein Angriff? Ich sehe keine Zeitlinie, in der der Angriff auch nur halbwegs erfolgreich ist. Der rennt aufs Tor zu und schießt dann mit einem fast komplett ungeladenen Ball. Alter. Ja, da ist der Tod angespeedet gekommen. Aber es juckt alles nicht. Nochmal kurz den Torhüter verbrennen. 13 zu 0. Waluigi holt den Meistertitel. Und werden wir jetzt wieder gehatet. Der erste Pokal ist abgeschlossen. Dritter Spielhöhepunkt. Toad springt über den Torwart. Zweiter Spielhöhepunkt. Überraschung. Toad springt über den Torwart. Und der Spielhöhepunkt. Hammerbruder haut einen Torwart im Boden. Toad war bisher, glaube ich, noch nie Spielhöhepunkt. Kann das sein? Ist nicht zu lame. Ja, irgendwie schon. So, der erste von drei Pokalen ist abgeschlossen. Wir haben alles gerissen und sind jetzt die krassesten hier. Bowser Junior, Pech. Jetzt schon kein Bock mehr. Waluigi reißt sich den Feuerpokal unter den Nagel. Plan geht perfekt auf. Bowser Junior hat ihn nicht mal kommen sehen. Digga, der Typ hat mich fett gesehen da. 13 Mal. Mitten in sein Scheiß-Tor. Du kannst jetzt Bowser Junior spielen und hast die Lavagrube für den Dominanzmodus, was ich halt einen super Namen finde, freigespielt. Glückwunsch! Der Pokal ist abgeschlossen. Champion Waluigi. Der Kristallpokal beginnt. Kann Waluigi zweimal? Halt doch die Schnauze! Der lila Lügenbeutel zaubert für den Kristallpokal noch mehr Tricks aus dem Ärmel. Ich find's super, wie ich hier die ganze Zeit nur beleidigt werde. Ich glaube, das ist die Bild. Also, 6 Teams gegen jedes zweimal. Die besten 4 kommen in die nächste Runde, in der es dann eben ein weiteres Bracket gibt. Wir haben bereits ein paar Spiele hinter uns offensichtlich. Und zwar Bowser Jr. gegen Yoshi mit 6 zu 5. Mario gegen Luigi mit 5 zu 2. Das sind alle 6 Teams. Der Champion ist Diddy Kong. Na dann gucken wir mal, was Daisy so macht. Ich glaube, die Gegenwehr wird hier jetzt steigen in diesem Pokal. Und müssen wir wirklich auf die Gewitterinsel? Kein Bock. Die stinkt. Ja, schön. Dämmen wir auf die Hälder. Davon gibt's ja genug. Schöner Beginn. Daisy spielt sich irgendwie genauso wie Waluigi, kann das sein? Aber manche Dinge ändern sich nie. Hier sehen wir jetzt Birdo und Shy Guy, bisher beide überhaupt nicht vertreten gewesen. Sagte ich, manche Dinge ändern sich nie? Das meinte ich auch so. So. Daisy ist raus. Ich komme zum Schuss. Und Monty, 3 zu 0. Sag mal, Daisy, ich dachte, ich krieg hier ein bisschen mehr Gegenwehr.
Tatsächlich ist es, glaube ich, nicht die beste Taktik, während eines 3-0-Rückstandes nur hinten bei seinem eigenen Torwart abzuchillen. Ich will die outplayen. Ach, gerne nehme ich meine Ulti, wenn du nichts dagegen hast. Du hast was dagegen? Das juckt mich auch nicht. War Luigi. Wo ist der Ball? Danke. Das war die bestgenutzte Ulti bisher. Endet im Tor! Und zwar auf eine ganz tolle Weise. Das war Waluigis erstes Tor, das kein Megaschuss war, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was Daisys Ult ist. Sag mal, Birdo, nicht so aggressiv. Ah! Und Waluigi ist vom Feld. Monty aber nicht! Monty bleibt und der Ball geht ins Tor. Oh! Daisy, das hättest du aber noch besser umsetzen können. Schade. Diggi, lass mich doch meinen Spaß haben, du Keck. Ja, da habe ich gesehen, ich werde getreten. Damit habe ich zumindest dafür gesorgt, dass ich ein Item bekomme. Jawohl, Daisy ist weg. Versuch's nur, Buhu. Gegen Toad machst du nix. Ja, schade. Birdo kommt mit. Hammerbruder ist von der Stage. Aber solange Toad da ist, ist alles gut. Ich glaube, kann sein, dass Toad auf jeden Fall in den Spielhighlights dabei ist, weil ich gar nicht 3 Tore ohne Toad gemacht habe. Aber das war irgendwie regelmäßig so. Das waren nur 3 mit schwächster Stärke und trotzdem 2 drinnen. Oh, schöner Versuch, aber... Ah, da gehen sie gerade ein bisschen... Ich verwende zu selten Items. Das war komplett scheiße. Ich fand super, wie Hammerbruder... Ah, Daisy trifft eine Sekunde nach dem Abpfiff ins Tor. Lel, die Dumme! Ich hoffe mal, das Highlight war Waluigis Tor. Da kommt Monty. Ja, sieht gut aus. Exakt. War auch der beste Tor hier. 9:0, das ist doch ein guter Start. 71:29. So sehr war es nicht mal im ersten Spiel vom Feuerpokal. Daisy! Buh! Aber naja, vielleicht stellt sich heraus, dass Daisy ohnehin die schlechteste ist, die es hier gibt. Als nächstes gegen Mario, der allerdings ein bisschen anders aussieht auf der Tabelle. Wir können ja mal gucken. Haben schon andere Spiele an diesem Spieltag stattgefunden? Nein. Denn wir sind hier auf Slot 1. Das heißt, alles,
kommt ihr noch. Mal gucken. Mario hat sein erstes Spiel gewonnen. Andererseits musste er auch nur gegen Luigi ran. Dann zeigen wir ihm mal den wahren Luigi. Deswegen heißt er ja Walu. Machen wir weiter. Schade, ich dachte, das trifft noch. Das war nicht der Plan. Monty, da hilft auch kein roter Panzer. Gegen den fetten Maulwurf helfen euch keine Panzer. Schnelligkeit verkackt, aber naja, 5 Megaschüsse aufs gegnerische Tor nehme ich. Einer, zwei, drei Tore. So bekomme ich zumindest ein Item. Und jetzt bekomme ich ein Tor. Keinen Bock mehr! Sobald Toad im Spiel ist, ist gelaufen, Leute! Monty oder Hammer Bro, genau. Jawoll! Das war doch mal schön! Toad auf eine ganz andere Weise! Mit dem Kopfball über den Torhüter. Ich glaube, dieser Kopfball ist vielleicht sogar das Highlight-Tor. Ja, aber zumindest nicht mit über den Torwart springen. Heißt nicht, dass er es nicht macht. Oh Gott. Scheiß Nunchuck. Ich hätte Mario einholen können. Jetzt hat er einen Free-Schuss. Und ich weiß, was da für eine Banane hinten drin steht. Außer er lädt lieber 2,5 Stunden auf. Toad lädt gar nichts auf. Okay, vorhin hat er mit dem voll aufgeladenen getroffen. Oh, das war close. Sag mal, wollt ihr noch mehr Kettenhunde? Schade, ich weiß, dass man mit Toad den Kettenhund sogar outplayen kann. Schön in den Torwart. Böse. Ich sagte böse. Jawohl. Nein, zu spät. Aber er war noch im Boden. Jetzt werd nicht so aggressiv! Ja, hier haben wir ein paar schöne Tore in dem Spiel. Monty! Tot. Danke für den voll aufgeladenen Ball. Der Typ, Alter, der hat auch keinen Bock mehr! Also das hier ist, es ist nicht der höchste Sieg, den wir bisher hatten. Und trotzdem fühlt sich an wie die krasseste Vorführung bisher. Hello there. Haben jetzt viel gebracht, die Panzer. Aber bevor ich sie wieder nicht einsetze. Und wisst ihr, was ich jetzt hab? Skill! Schade, wir hätten fast noch einen voll aufgeladen gemacht. 9:0, Mario gar keine Chance, vollkommen auseinandergenommen.
Der dritte Spielhöhepunkt war Monty. Die ersten beiden müssen doch die beiden Aufgeladenen gewesen sein, oder nicht? Ja, da kommt Toads Kopfballtor nicht auf der 1. Und ja, der zweite Aufgeladene ist auf der 1. Sehr schön, da kann ich sogar zustimmen im Spiel. Das war wirklich komplette Vernichtung. Da hat Mario gar kein Land mehr gesehen. Bowser Junior, du bist jetzt ja hier. Oh, Daisy auch schon 2 Siege. Wir haben gegen sie aber schon gewonnen. 6-7. Wir können ja mal sehen, ob Luigi einen Golden Goal hat. Nein. Er hat einfach nur 3-mal verloren. Und dabei habe ich noch gar nicht gegen ihn gekämpft. Oh, Luigi! 3-4, 6-7 und 5-2. Wenn Luigi jetzt irgendwie Cheats auspackt und ich besiegen würde. Also im Moment ist Daisy tatsächlich am bedrohlichsten. Die einzige, soweit ich gesehen habe, ach, Klassiker, die Konga Arena. Hatten wir noch gar nicht. Allgemein kann es sein, dass wir auch Pilzstadion noch nicht hatten. Ich glaube, die Arena heißt so, weil sie halt wirklich klassisch ist. Oder klassisch war mein Vorgänger. Auch möglich. Ja, Bowser Jr. haben wir ja schon letztes Mal flexen gesehen. Ganz knapp verfehlt. Danke für die Items. Und danke fürs Tor. Der Maulwurf, Alter! Der hat wohl ziemlich Bock darauf, das Endspiel von gerade nochmal zu erleben. Hey, warte! Hat der gerade, während er den Ball hatte, gegrätscht? Das will ich noch mal sehen. Ja? Was ist denn das für ein Betrug? Man kann mit dem Ball nicht grätschen. Der hat mich mit dem Ball umgegrätscht und dadurch das Tor gemacht. Und die Leute sagen, ich betrüge. Was ist denn mit dem los? Ich dachte, es sollte ihn, weil du ihm seiner Meinung nach im Finale betrogen hast. Digga, der betrügt! Ja, dann ist ja halt, ich schlag ihm seinen eigenen Backen. Ein Scheiß tut der. Hallo? Ich hab gepasst. Das Battle ist mir gerade deutlich zu knapp, aber Toad Dodge geskillt alles, was Bowser Jr. macht. Und Führung! Ich hab den letzten Kopf erlebt, der letzte Kopf, der richtig lustig. Ich find's super, wie wir in diesem Spiel einfach Fußballspiele als Kampf bezeichnen. Könnt ihr mal aufhören, da euer. Guck mal, ich kann das auch! Ich sag's mal so: Das ist eine ziemlich brutale Version von Fußball, also. Ah, Toad schießt zu schwach. Jedenfalls, wenn er nicht mehr kann, dass es im echten Leben erlaubt. Aber eben, bei Toad geht's nicht um die Schüsse. So, warte, wenn der Mann in den Boden zu rammen. Doch, machen die doch bei Bayern doch, ne? Ey! Sag mal, Bowser Jr. ist hier wirklich schon am Pressuren. Der hat Bock. Ja, das war. Das hätte auch nichts gebracht. In mein Torwart reinrennen bringt dir aber auch nicht so viel. Aber zum Megaschuss lassen sie mich kommen. Zwar nur 3 unaufgeladene, aber mal gucken. Wenn er alle hält, dann meinetwegen.
Also Bowser Jr. ist wirklich hier, der leistet Gegenwehr. Schade, ich glaube mit dem kleinen Toad funkt das nicht. Und Monty kriegt auf die Schnauze. Blöd nur, dass Toad wieder seine normale Größe hat, ne Bowser Jr.? Machen wir noch eins. Oh, Shy Guy! Geistesanwesend! Ja, war der letzte Schuss nochmal. Nochmal auf den Hammer, Bruder. Das war das knappeste Match bisher. Bowser Jr. nur 4-1. Aber ich bleibe auch dabei, das eine Tor, das wird wahrscheinlich jetzt auch als Spielhighlight gekürt, ne? Ja, nee, nur Dritter. Das war halt wirklich Betrug. Der hat mich gegrätscht, während er den Ball hatte. Toad springt über den Torwart, lass mich raten. Ich glaube, ich hab nur... Oh. All meine Tore waren Toad springt über den Torwart. Ja gut, da hat er jetzt aber den Schiebepunkt abbekommen. Es hätte trotzdem... Weißt du mal, was der Schiebepunkt war? Weil es ein sehr hoher Sprung von Toad war. Es hätte trotzdem sein können, dass Toad nicht die Nummer 1 hat. Das eine Tor von Shy Guy hätte ja nicht Dritter sein müssen. So, und beim nächsten Mal machen wir weiter im Kristallpokal. Wir werden versuchen, unsere Siegesserie und unsere Tabellenführung beizubehalten. Wir sehen, dieser Spieltag hat wieder noch nichts gehabt, deswegen ist das aktuell. Daisy und Mario prügeln sich im höheren Bereich. Wir müssen unter die Top 4 kommen. Luigi! Jetzt streng dich mal an! 0 Punkte! Nicht ein einziger verdammter Punkt! Ein Like ist ein Punkt für Luigi. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.